Ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen aus der Pfarrgemeinde von St. Markus. Mein Name ist Silvia Krenn, ich bin Wortgottesfeierleiterin und freue mich, heute am Sonntag zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ein herzliches Grüß Gott auch von mir, allen Menschen vor dem Bildschirm und die mit uns den Sonntag feiern. Mein Name ist Christian Freisleben, ich bin Wortgottesdienstleiter in der Pfarre St. Markus. Heute ist ein ganz besonderer Sonntag. Einerseits ist es der vierte Sonntag der Osterzeit und andererseits ist es der erste Sonntag im Mai. Wir stehen also am Beginn des Mais, ein Monat, das uns schon seit jeher in die Fülle verheißt. In der Natur ist es ganz offenkundig. Alles wächst und blüht üppig und wunderschön. Der Mai, auch das Fruchtbarkeitsmonat, das Monat, das ganz wichtig ist, wie die Ernte ausgehen wird. Daher auch das Monat, in dem viel gebeten wird für eine gute Ernte. Und nicht zuletzt ist es ja das Monat der Liebe. Auch wenn wir heuer dieses Monat etwas anders erleben, weil wir auf vieles verzichten müssen, so ist sie doch da, die Fülle des Mais. Und sie ist auch da, die Zusage eines Lebens in Fülle. Eigentlich schon fast eine Zumutung, wenn wir doch wissen, dass es eine Zeit ist, in der wir auf vieles verzichten müssen, auf Nähe, auf Berührung. Dass es eine Zeit ist, in der viele Menschen Angst haben vor Erkrankung, vor Verlust ihres Einkommens, vor Einsamkeit und das alles in einer bislang noch nie dagewesenen Intensität. Und da auch das gewohnte Sonntagsritual des Gottesdienstbesuchs zu den Dingen gehört, auf die wir derzeit noch verzichten müssen, verbinden wir uns heute auf eine andere Art. Wir feiern gemeinsam Hauskirche. Genau, wir haben für euch eine Vorlage gestaltet für die Hauskirche. Die findet ihr auf der Webseite von der Pfarre St. Markus. Wir laden herzlich dazu ein, diese Vorlage auch zu nutzen und der zu folgen. Und an der Stelle, wo das auch angegeben ist, vielleicht auch diese Inspiration von uns zu hören. Und bevor wir jetzt weiter tun und miteinander Bibel teilen, wollen wir uns verbinden. Wir wollen uns verbinden mit der Erde, die uns trägt, mit dem Himmel, der uns inspiriert, mit den Menschen nah und ferne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Amen. Seien wir uns gewiss, Gott ist ein allezeit verlässlicher Grundpfeiler unseres Lebens. Und Jesus ist an unserer Seite, wenn wir zu zweit oder zu dritt in seinem Namen versammelt sind. Hören wir eine Stelle aus dem Evangelium nach Johannes. Amen, Amen, ich sage euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm. Denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. In diesem Evangelium, in diesem Teil aus der Bibel, den wir eben gehört haben, malt uns Johannes mit seinen Worten ein Bild, das sich sehr schnell vor unseren Augen abzeichnet, weil es leicht verständlich ist. Ein Bild vom guten Hirten, der seine Schafe kennt, sie einzeln beim Namen ruft und vom Stall auf die gute Weide führt. Ein Bild, das uns anspricht, weil es Vertrauen vermittelt, Geborgenheit, die Sicherheit, das Gute zu finden, das gute Leben zu finden. Auch wir, die wir nicht unbedingt zum Großteil in der bäuerlichen, in der agrarischen Lebensform verwurzelt sind, können mit diesem Bild gut umgehen. Jesus erzählt es im Ursprung in einer Gesellschaft, die hauptsächlich agrarisch, nomadisch lebt. In dieser Gesellschaft wussten die Menschen darum, dass dieses gute Leben in Fülle, diese guten Weiden, nicht unbedingt das der Alltag war. Es war mehr ja, ein Glück, eine gute Sache, eine gute Zeit, wenn man so etwas finden konnte. Die Menschen wussten nur zu gut, dass ihr Leben oft ein bloßes Überleben war. Dass sie sich mühsam Plätze für ihre Herden, Plätze auch für sich selbst, mit Wasser, mit genügend Wasser, mit genügend Nahrung suchen mussten. Und nebenbei gab es auch noch Räuber und Diebe, die dieses Leben bedrohten, sodass die Menschen ja oft von dieser Fülle, von der Freude am Leben nicht so viel mitbekamen. Wenn wir uns das jetzt so vorstellen, ist es ein Bild, das doch auch recht gut in die Situation passt, die wir gerade erleben. Die bedingt ist durch einen Virus, etwas ganz, ganz Kleines, das das ganze Weltgefüge irgendwie durcheinander gebracht hat. Und da ist jetzt die Frage, was wir jetzt gerade erleben, der Punkt, dass viele Menschen Existenzängste erleben. Noch mehr, sie stehen vor den Bruchstücken von Plänen, die sie sich lange und mühevoll aufgebaut haben, von finanziellen Ausblicken in die Zukunft in beruflicher Hinsicht und auch in privater Hinsicht und stehen jetzt vor den Scherben, vor einem großen Schuldenberg und wissen nicht, wie es weitergeht. Da gibt es sehr viele Menschen in unserem Umfeld und ich habe das Glück, einen guten Job zu haben und das ist, erlebe ich momentan als Gnade, dass ich das habe. Und die spannende Frage ist, wie schaut da in dieser Situation dann Leben in Fülle aus? Und wir haben dazu uns Folgendes gedacht, folgende Überlegung gemacht. Wir waren jetzt sehr viel Zeit in unseren eigenen vier Wänden. Das heißt, wir waren an vielen Orten, wo wir normalerweise unterwegs sind, schon lange nicht mehr. Und unser Impuls dazu ist, diese Orte, jetzt wo es sozusagen wieder eine Öffnung gibt, neu zu besuchen, ganz bewusst neu kennenzulernen. Also nicht kopfüber in den Alltag zu gehen, sondern lass dir ganz bewusst Zeit, um dort an diesen Alltagsorten Fülle zu erleben und mit den Menschen, die du da triffst, Fülle zu gestalten. Was kann das bedeuten? Das kann bedeuten, dass bevor ich wo hineingehe, wir haben ja im Advent das Thema gehabt Durchgang, also dass ich, bevor ich in einen Raum hineingehe, den Weg dorthin ganz bewusst gestalte, dass ich immer wieder stehen bleibe, durchatme, gründlich schaue, hinhöre mit geschlossenen Augen, um wahrhaftig alles, was um mich herum ist, wahrzunehmen und dort die Fülle zu entdecken. In jedem kleinen Detail, das mich umgibt und sich das abzuspeichern. Mir gefällt dazu sehr gute Geschichte von Frederik, der Maus, die sich sozusagen die Sonnenstrahlen für schlechte Zeiten sammelt. Also da können wir sozusagen diese Leben in Fülle
sammeln. Und ein paar Ideen, die uns dazu gekommen sind, ist zum Beispiel, wenn wir uns auf den Weg machen, einkaufen zu gehen. Oder was werden das noch, Silber, was dir dazu einfällt, solche Alltagsorte? Ja, so ein Alltagsort, also einkaufen, finde ich eine ganz spannende Sache. Ich finde Einkaufen derzeit in gewisser Weise eine Herausforderung, aber auch die Möglichkeit, einen Akt, den man sonst nebenbei schnell zwischen Tür und Angel, zwischen Termin A und Termin B erledigt, dieses Einkaufen, diesen Akt ganz bewusst zu erleben. Man weiß, man wird mehr Zeit brauchen, weil es gilt, Abstände einzuhalten. Es gibt kein Gedränge an den Kassen. Die Schlangen sind halt länger. Und was mich so fasziniert, ist, wenn ich jemanden beim Einkaufen treffe, den ich meine zu kennen, dann muss ich erst zweimal hinschauen. Der Mensch trägt ja einen Mund-Nasenschutz. Und wenn ich dann mir sicher bin, das ist ein alter Bekannter, eine alte Bekannte, dann ist zuerst das Blitzen in den Augen des anderen zu erkennen, eben auch dieses Gefühl, den kenne ich ja, die kenne ich ja. Und dann kommt man langsam und behutsam in ein Gespräch und teilt ein Stück seines jetzigen Lebens. Man nimmt sich Zeit füreinander, eine Zeit, die man sich sonst vielleicht beim normalen Einkaufen unter normalen Umständen oder das, was wir halt bis jetzt unter normal erlebt haben, nicht hätte genommen. Da hätte man vielleicht höchstens ein flüchtiges hallo Christi, gehst da einkaufen, von sich gegeben. Und jetzt sind diese Begegnungen sehr wertvoll, sehr schön, weil man ein Stück Leben einfach teilen kann. Das heißt, es sind Begegnungen, in denen wir Fülle nicht nur erleben, sondern auch schenken und gemeinsam gestalten können. Also Fülle ist ein Geschenk, das uns zugesagt ist. Und dieses Geschenk können wir auch aktiv mitgestalten durch die Art, wie wir an etwas herangehen, an jemanden herangehen und wie wir dieser Person begegnen. Jetzt schon auch der Hinweis darauf, es gibt viele Menschen, die sehnsüchtig darauf warten, uns wieder auf eine sehr intensive, innige Art und Weise zu begegnen und die sich auf unsere Besuche freuen und auf unser Miteinander teilen von Brot und Wein, von Geschenken und von Alltagsmomenten, die uns so leidvoll abgehen. Was natürlich auch fein ist, was die Silvia und mich auch verbindet, ist das gemeinsame Musizieren. Wie und wo auch immer wir sie erleben, diese Fülle. An diesen Gott, der uns das Leben in Fülle verheißt, glauben wir. Dieser Glaube schenkt uns Trost, Hoffnung und Kraft, auch in schwierigen Zeiten. Amen. Amen. Wir laden euch jetzt dazu ein, der Idee zu folgen, die wir auch in unserem Hauskirchenvorschlag formuliert haben, der eben auf der Website von der Pfarrer St. Markus zu finden ist, und miteinander zu überlegen, nehmt euch ein Blatt Papier und haltet darauf fest, Orte, Momente, wo ihr Leben in Fülle in der nächsten Zeit bewusst wahrnehmen wollt und wie ihr das vielleicht macht und auch, wo ihr das alleine oder miteinander gestalten könnt. Und ja, und teilt diese Überlegungen gerne auch mit anderen Menschen oder mit uns und wir sind schon gespannt, von euren Erfahrungen dann zu hören. Und in diesem Sinn, passt auf euch auf. Alles Gute. Bis bald. Für Denk. Einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Und Leben in Fülle auch dort zu entdecken, wo es derzeit recht schwierig ist. Lasst euch diese Fülle nicht nehmen. Auf Wiedersehen.